Studierende und Promovierende der LMU können jederzeit am Mentoring-Programm teilnehmen. Es gibt im Internet ein Online-Formular, über das man sich anmelden kann, ganz unkompliziert. Am Ende des Formulars hat man Zugriff auf meinen Online-Kalender und kann einen Beratungstermin bei uns buchen. Johanna. Schön, dass du da bist. Du hast dich online angemeldet, habe genau, ich gesehen. Ja. Super. Wie hast du uns denn gefunden? Über Instagram. Ah, cool. Und wie fandest du die Seite? Schon mal sehr informierend auf jeden Fall. Okay, und wie hast du uns da gefunden? Einfach über... Es gibt ja Flyer und Plakate okay. Im Gebäude. Cool. Zu diesem Beratungstermin kommt man dann und schaut sich in unserer Datenbank mit inzwischen 800 bis 1000 Mentoren, ja, 3 bis 5 Alternativen raus, wo man sagt, okay, ich könnte mir vorstellen, mit dem oder der Mentorin zusammenzukommen. Nachdem sich der Mentee seine 3 bis 5 Alternativen an Mentoren herausgesucht hat, nehmen wir Kontakt mit dem Mentor auf und fragen an, ob er sich das Ganze vorstellen kann. Ob er sich vorstellen kann, mit dem Mentee ein Tandem einzugehen. Uns ist schon wichtig, dass die Studenten eben auch dann wirklich persönlich zu uns kommen, weil wir einfach wirklich einen Eindruck gewinnen können, okay, was möchte der Student, was sind seine Ziele und was möchte er wirklich über das Tandem auch erreichen später, langfristig und kurzfristig. Und so können wir auch einfach viel besser auf den Studenten eingehen und ihn auch direkt bei der Mentorensuche beraten. Meistens ist schon der erste Anruf erfolgreich. Und ja, ist dieser Anruf erfolgreich, stellen wir den Kontakt über eine Matching-E-Mail her. Und in dieser Matching-E-Mail, das sieht dann quasi der Mentee und der Mentor gegenseitig ihre Profile. Und der Mentee ist angehalten, den Mentor anzurufen, um ein erstes Treffen auf den ersten Café, wo man sich vielleicht persönlich und fachlich kennenlernt, auszumachen. Mit unseren an die 1000 Mentoren haben wir zwar eine sehr große Auswahl an sehr unterschiedlichen Mentoren aus Branchen und Berufen. Es kann aber auch mal sein, dass ein Mentee kommt, der was sehr Spezielles sucht oder einen ganz bestimmten Beruf vor Augen hat, wo wir keinen Mentor in der Datenbank haben. Wir machen uns dann im Netz auf die Suche nach den passenden Mentoren. Wir schauen, was sie da alles im Formular eingeben, Notizen und das ist irgendwie eine Orientierung für uns, nach einem passenden Mentoren zu finden. Wir rufen auch einfach bei Unternehmen an und machen uns auf die Suche nach Mentoren und sind dabei eigentlich immer sehr erfolgreich. Bis jetzt ist, glaube ich, noch kein Mentee ohne Mentor bei uns rausgegangen.